In diesem Video gebe ich einen Überblick über die Auswahlwerkzeuge in Photoshop. Diese sind hier auf der linken Seite zu finden. Da ist mal das Auswahlrechteck. Wenn ich mit der Maus drauf halte, sehe ich noch weitere Werkzeuge. Dann darunter sind die Lasso-Werkzeuge und dann die automatischen Werkzeuge zu finden. Ich möchte nun dieses Objekt hier auswählen. Ich beginne dazu mit dem Objektauswahlwerkzeug. Das versucht automatisch zu erkennen, was ich da auswählen möchte. Ich ziehe dazu ein Kästchen über das gewünschte Objekt und sehe nun die Auswahl anhand dieser schwarz-weiß gestreiften Linien. Das funktioniert schon ziemlich gut. Das Objekt ist auch nicht allzu schwierig zu erkennen. Es setzt sich recht deutlich vom Hintergrund ab. Perfekt ist es dennoch nicht. Hier unten sehe ich zum Beispiel, dass ein Stück fehlt. Für meinen Zweck ist es doch ein bisschen zu gut gelungen. Ich entferne die Auswahl wieder. Auswahl aufheben oder Ctrl-D. Ich verwende nun das Schnellauswahlwerkzeug. Hier muss ich klicken und ziehen innerhalb des Objekts. Und das Programm versucht dann, die Grenzen selbstständig zu erkennen. Das funktioniert auch ziemlich gut. Nicht ganz so gut wie beim anderen Werkzeug, aber das ist für meinen Zweck jetzt gerade nützlich. Ich zoome ein bisschen ein. Und sehe jetzt hier eine Stelle, an der die Auswahl nicht genau stimmt. Ich wechsle auf das Polygon-Lasso. Das ist geeignet, um gerade Linien auszuwählen. Wichtig sind diese Einstellungen hier oben. Diese Buttons sagen, ob eine neue Auswahl erstellt wird. Das ist das erste. Wenn ich jetzt hier etwas auswähle, dann wird die alte Auswahl entfernt. Das möchte ich auf keinen Fall jetzt. Ich mache da rückgängig. Beim zweiten, das brauche ich nun, wird die neue Auswahl der alten hinzugefügt. Ich klicke hier einmal, klicke da unten nochmal. Ich kann auch problemlos außerhalb des Bildes sein und schließe damit einen Doppelklick ab. Da muss ich nicht genau den Anfang wiederfinden. Nun wurde dieses Stück hinzugefügt. Das dritte zieht etwas von der Auswahl ab, die schon besteht. Ich klicke hier einmal, gehe wieder gerade nach unten und schließe diese Fläche, die ich nicht haben möchte, in meine Auswahl ein. Was ich hier mache, spielt keine Rolle, das wird eh nicht ausgewählt und schließe mit Doppelklick ab. Jetzt habe ich diesen Teil abgewählt. Verschiebe das Bild ein bisschen und suche da, ob es noch weitere Möglichkeiten für das Polygon-Lasso gibt. Da, ich gehe wieder auf Dazu nehmen und gehe hier mal so ein bisschen durch und innen drin zurück und habe dann die Auswahl noch ein bisschen genauer. Hier habe ich so etwas Rundes, das ich noch dazu nehmen möchte. Da eignet sich eher das Lasso-Werkzeug. Hier muss ich wieder darauf achten, dass ich auf dem richtigen Modus bin. Das bin ich nun. Ich klicke und ziehe hier und versuche das so dazu zu malen. Hier oben mache ich das Gleiche. Das ist jetzt ein bisschen schwieriger, das zu treffen. So. Und innen drin wieder zurück. Da habe ich ein bisschen zu viel, dann mache ich das wieder. Da noch ein bisschen dazu. Das kommt natürlich immer auch darauf an, wie genau man das wirklich haben möchte. Ich bin jetzt soweit zufrieden, aber für eine spätere Erklärung baue ich jetzt absichtlich noch zwei Fehler ein. Ich wähle hier ein bisschen zu viel aus und hier ein Stück
zu wenig. So. Nun werde ich von dieser Auswahl eine Maske erstellen. Dazu klicke ich hier auf dieses Symbol Maske hinzufügen. Und ich erkenne nun, dass Photoshop hier eine Maske anzeigt. Dort, wo es weiß ist, dieses Bildchen, sehe ich mein Bild. Und dort, wo es schwarz ist, wird es ausgeblendet. Der große Vorteil dieser Maske ist, dass ich jederzeit Änderungen anbringen kann, da das Originalbild immer noch gespeichert bleibt. Wenn die Maske ausgewählt ist, mit diesem Rand hier, nicht so, sondern eben die Maske, kann ich beispielsweise mit dem Pinselwerkzeug auf dieser Maske malen. Ich mache den Pinsel kleiner und wähle jetzt hier eine schwarze Farbe aus. Schwarz auf der Maske bedeutet eben ausblenden. Somit kann ich jetzt hier mit Schwarz malen. Für den Schluss noch ein bisschen genauer, also mit einem noch kleineren Pinsel. Und kann meinen Fehler von vorhin korrigieren. Wenn ich die Farbe auf Weiß ändere, bedeutet das sichtbar machen, solange ich auf der Maske male. Und kann hier jetzt den umgekehrten Fehler ebenfalls korrigieren und hier etwas dazu malen. Also mit Weiß kann man auf der Maske etwas dazu malen und mit Schwarz kann man etwas wegmalen. Dieses Bild ist schon ein bisschen anspruchsvoller, da diese Hockeyfigur sich nicht so schön vom Hintergrund abhebt. Wir sehen das, wenn ich hier wieder das Objektauswahlwerkzeug anwende. Dann funktioniert es nicht so toll. An gewissen Stellen versagt das Werkzeug, weil einfach der Unterschied zum Hintergrund undeutlich ist. Natürlich könnte man das jetzt mit der gleichen Methode wie beim letzten Bild verbessern. Ich möchte hier aber eine andere Methode zeigen. Mache die Auswahl wieder weg mit Ctrl-D und nehme nun das magnetische Lasso. Bevor ich damit beginne, zoome ich ordentlich näher ran und klicke einmal mit der Maus hier an einer Stelle am Rand der Figur. Da ist es gerade ein bisschen schwierig schon. Ich klicke ab und zu immer wieder. Ich muss die Maus aber nicht gedrückt halten, nur zwischendurch klicken. Hier funktioniert es gar nicht gut, da muss ich ohnehin nachher noch nacharbeiten. Da geht es wieder sehr gut, da kann ich ein bisschen schneller vorbei. Und jetzt, oh, sobald ich an den Bildrand komme, rutscht das Bild ein bisschen weg. Das ist sehr schwer zu kontrollieren. Mit der Rücktaste kann ich die einzelnen Punkte wieder wegmachen. Ich fahre gleichzeitig mit der Maus an den Ausgangspunkt zurück und kann jetzt hier weitermachen. So, klicke zwischendurch wieder, wenn es nicht klappt und sonst da beim Weiß zum Beispiel. Sonst kann ich ein bisschen schneller machen. Diesmal möchte ich aber nicht aus dem Rand kommen, sonst passiert mir wieder das Gleiche wie vorhin. Ich drücke die Leertaste. Jetzt kommt die Hand und ich kann das Bild zur Seite schieben oder nach oben und jetzt hier weiterarbeiten, ohne dass mir das alles irgendwie verspringt. Ich kürze jetzt ab, bis ich da einmal außenrum gefahren bin. So,
Nun bin ich gleich wieder beim Anfang. Wenn ich den Anfang finde, dann ändert der Cursor zu einem kleinen Kreis. Und meine Auswahl ist abgeschlossen. Natürlich ist auch hier ein bisschen Nacharbeit nötig, dort wo das magnetische Lasso nicht gut funktioniert hat. Beispielsweise hier im Helm eine recht schwierige Stelle. Da arbeite ich jetzt noch nach. Ich nehme zuerst das Polygonlasso, gehe bei diesem Gitter außen entlang, damit ich das aber sauber habe, müsste ich auch diese grauen Stellen durchsichtig machen und dazu eignet sich das Zauberstabwerkzeug, das ich hier finde bei den automatischen Werkzeugen. Dieses wählt eine bestimmte Farbe aus. Ich gehe hier auf Abziehen, ich möchte das von der Auswahl abziehen und klicke hier auf die kleinen Lücken. Und die werden nun abgezogen. Hier oben kann ich noch die Empfindlichkeit des Werkzeugs einstellen. Der aktive Punkt des Cursors ist vorne bei der Spitze des Zauberstabs. Ja, vielleicht diese winzigen Dinge auch noch. Auch an dieser Stelle könnte das Werkzeug nützlich sein. Diese Öffnung hier gehört nicht zu der Figur dazu. Ich klicke hier rein und dann klicke ich da unten noch. Da ist das Werkzeug jetzt ein bisschen zu empfindlich. Ich nehme das Lasso-Werkzeug. Dieses Stück habe ich jetzt abgezogen. Das wurde also auch abgezogen. Ich muss also diese Stelle wieder dazu nehmen, dass sie nicht zu dieser Lücke gehört. So. Und wenn ich dann mit der ganzen Figur zufrieden bin, klicke ich wieder hier auf das Symbol für die Maske. Dann wird der übrige Teil des Bildes ausgeblendet.